Jegliche Farbe war aus der Welt gezogen. Ich hatte keine Ahnung, wie es dazu gekommen war, aber mir war klar, ich musste eine Lösung finden. Und mit diesem unnötig dramatischen Intro, herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear in der Schwarz-Weiß-Version. Das liegt nicht an eurem Display, das ist offensichtlich gerade ein Gestaltungs... verdammt, Wortfindungsschwierigkeiten, ein Gestaltungskonzept, das hier angewandt wird. So, und wir hatten hier ja... Ich muss mich gerade erstmal konzentrieren. Das hatten wir in der letzten Folge. Ne? Es gab eine Taschenlampe. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, der heißt, finde etwas, um es zurückzuhalten. Ich wiederhole, um es zurückzuhalten. Okay. So, was ist hier? Nix. Und was sagt mir das hier? Da läuft man ziemlich viel im Kreis. Mhm. Junge. Warum schießt der denn so laut? Okay, alles klar. Ja, das bringt nichts. Ja, dann wollen wir mal weiter, ne? Hallo? Boah, dass das doch alles in so einer Schwarz-Weiß-Optik ist. Oh. Wo ist denn die Puppe hin? Mensch. Ich gehe einfach weiter. Versuche dem keine Bedeutung zuzumessen. Ne? So. Warum wird mir gesagt zum Rennshift? Was ist passiert? Was? Warum? Hä? Ach, ich darf nicht in den Scheinwerfer kommen, oder was? Okay, dann ist ja easy. Mein eigener Scheinwerfer. Geile Musik. Oh, hallo. Du hast gar keine Pistole. Du kannst gar nicht schießen. Worauf willst du auch schießen? So hält man eine Pistole nicht. Vollidiot. Das habe ich gar nicht gesehen. Lag der da eben schon? Eieiei. I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Oh, das war deep. Oh ja. Ja gut, ich geh mal weiter, ne? Ah! Alter, dieser Sound, wenn man von dem Kegel getroffen wird. Das ist ja fürchterlich. Aber ich möchte im Rampenlicht stehen. Na gut. Ich halte mich an eure komischen Regeln. Okay, da müssen wir dann schnell reinhechten. Ah, okay, verstehe. Und wohin? Ich sehe nichts. Gute Güte. So, machen wir Kiste weg. Alter, diese widerliche Stop-Motion. Oh, krass. Das ist hier kein Stacheldraht, das sind einfach die Filmbänder. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hör auf zu flackern. Du flackerst mich ab. Mhm. Was habe ich denn da eingesammelt? Kann ich das? Nö. C? VB? OP? Nö. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt ein Zettelchen mit dabei. Oh. Willkommen bei Payday 3. Da habe ich auch Bock drauf.
richtig dicke Tresore öffnen. Okay. Ich kann von links und rechts nichts kommen. Sagt mir mein Kopf zumindest. Alter, ist das eine dicke Tür. Junge. Da ist einfach noch ein kleinerer Tresor drin. Das ist wie eine Schließfächer. Ja. Ach, wir haben den Code eben eingesammelt. 10, 80, 40. Ja, das heißt, warte mal, wie machen wir das? So. 10. 80. Und die 40. Was habe ich falsch gemacht? Ach, rechts rum muss ich drehen. Ja, okay. So. Nein. Oh, ist ein bisschen umständlich, die Steuerung. 10. 80 und 40. Hä? Hä? Ich drehe nach rechts auf die 10. Ist doch auf der 10. 10? Ist das auf der 80? Jetzt ist zu weit. Jetzt 40, aber... Nee, war natürlich nichts. Wie kann man denn so verkacken, wenn man den Code hat für den Tresor? 10. 80 nach links, das passt ja auch. Und dann wieder nach rechts gedreht für die 40. Entschuldigung, der Tresor ist kaputt. Muss ich von rechts nach links? Soll ich 40, 80, 10 mal versuchen? Versuch das mal. Was war das denn? Also, Moment mal. 40? 80? Nein! Ich weiß nicht, warum der... Ist hier mit meiner Maus was? Sekunde mal. So, ich habe mal kurz die Maus durchgepustet. Ich versuch's noch mal so. Also irgendwas. Oh nein, wartet mal, ich habe eine Idee. Wartet mal. Muss ich 10? Ich muss loslassen. Um Himmels Willen, ich habe die ganze Zeit gedrückt gehalten. 80 und jetzt die 40. Nein! Ruhig, Wusa. Also, first try. Erstmal die 10. Loslassen, jetzt zur 80. Und jetzt zur 40. Wow. Aber na gut. Eher wenn das nicht wertvoll ist. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Okay, da ging es wieder um die beiden Kinder, die wir ja zumindest als Stimmen begleitet haben. Okay, krass, wir sind jetzt hier in irgendeiner komplett anderen Welt. Irgendeiner Höhle. Oh, Göttchen. Das ist immer diese Piratengeschichte, ne? Oder halt so Seefahrergeschichte. Seemannsgarn. Wir gehen links lang. Die einzig richtige Entscheidung, oder hier ist. Okay, ist wieder Startpunkt.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür ich jetzt die Taschenlampe brauche. Außer für die Püppchen. Lass mich das krapschen. Mr. Hardy ist ein Quartiermeister und das ist etwas sehr Wichtiges, denn ein Quartiermeister kümmert sich darum, dass die Crew dort ist, wo sie sein muss und immer genug Essen und Rum für alle da ist. Warum ist der Rum immer alle? Mr. Hardy ist seinem Kapitän sehr treu und befolgt immer dessen Befehle, da er weiß, dass er, der Captain, nicht Mr. Hardy, ein unerschrockener Anführer ist. Der Kapitän schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur, weil ihm seine Crew so wichtig ist. In Wahrheit seid unten abgerissen. Okay. Ah! Oh, was hast du denn da? Ein Schlüssel. Sehr zuvorkommend. Den können wir da benutzen, aber wir gucken mal hier noch kurz weiter. Aha. Ach, das ist noch ein weiteres... Ne? Dia. So nennt man das. Geht's auch noch rein? Ich will aber gerade erstmal... Also ich habe hierfür einen Schlüssel bekommen. Ich gehe mal gerade hier lang. Nein! Nein! Och Mann, jetzt Mann! Ich hasse es, wenn sowas passiert in Spielen. Ich will den anderen Gang noch erkunden. Let me in! Ach Mann, ey. Reh. Hoffentlich passiert dem armen Reh nichts. Hoffentlich lebt es ein glückliches und zufriedenes Leben. Was war das? Ich habe gerade super schlimme The Ring Vibes. Kann ich die benutzen? Oh, natürlich kann ich die benutzen. Rein in die Leinwand. Ich gehe wieder zurück. Oh, das geht nicht. Doch, das geht. Was ist eigentlich, wenn die Tür offen ist und ich jetzt nochmal in der Kamera rumfuchtel? Also, okay, verstehe. Ja, gut, okay, dann geh mal in die gruselige Geisterwelt, wo irgendwie rumgeschrien wird. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist alles nicht gut. Oh, das ist alles ganz fürchterlich. Captain, wir haben einen Lag. Man sich immer so aufducken. Ah, hier haben die sich wieder versteckt. Bei den Buben oder was? Ne, was sehen wir hier? Das sieht aus wie ein Filmset. Ja, ziemlich offensichtlich ein Filmset. Sind wir denn gerade? Alter. Was? Warum war das denn jetzt so unnötig spannend? Ich dachte, da passiert irgendwas. This fellow is wise enough to play the fool. Ah, achso, okay, das war's schon. Wisst ihr, wie das Bild aussieht? Das sieht aus wie ein Orb aus Path of Exile. Es könnte ein Exalted sein. Ja klar, pack das ganze Bild ein, natürlich. Natürlich. Okay, kein Dia für uns. Oh, herrlich, flackerndes Licht. Woher kommt diese Stimme eigentlich? Oh, ist das nicht, was wir am Anfang gesehen haben? Noch auf der Leinwand, aber diesmal sehen wir es in Persona. Diesen Torso. Entschuldigung, ich wollte ihre Orgie nicht stören. Ich gehe einfach, ne? Aber, ja. Verhütung nicht vergessen. Was ist denn hier los? Ja,
Ja, Publikum. Immer gut. Ah, die bewegen sich auch so, die haben so viel, so wenig FPS. Oh. Hier irgendwie gar nicht lang. Spiegel kann aber auch mal jemand putzen, ne? Wie muss man sich entledigen? Sitzt einfach da auf dem Stuhl. Kann ich auch einfach weitergehen? Nee, okay, ja, alles klar, dann Feuer frei, ne? Okay, danke für den Schlüssel. Das war aber auch wieder unnötig dramatisch, ne? Schon, also wer auch immer das ist, der da spricht, ist schon sehr dramatisch. Hey, wow, 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 wow! Oh, das sah aus, als würde der gleich auf mich schießen. Eine Kugel? Ein Flummi? Oh Gott, oh Gott. Recording? Oh, wollen wir da wirklich reinplatzen? Das nehmen die einem immer sehr übel. Oh, ich habe eine Kugel bekommen. Oh, hoppla. Ja, Action. Ich. Was muss ich machen? Ach, ich. Och Mann, ich dachte, ich kann. Warte mal. Kann ich jetzt einfach daneben schießen? Ich muss einen von beiden töten. Also von daher, warte mal, habe ich hier. Wir machen das ganz. Ich habe gerade keine Münze hier. Ich habe nicht mal einen Würfel. Wir erschießen jetzt einfach. Ich finde den Hut weird. Wobei es erinnert mich ein bisschen an Lady Dimitrescu aus Resident Evil. Ja, ein Zylinder. Ach komm. Ah, okay. Ich muss auf rechts schießen. Ja, wenn das ist, was du willst. Vorsicht, ausweichen! Oh, da ist aber Druck hinter. Okay. Ja, Glück gehabt, dass du links gesessen hast, ne? Pech gehabt, dass du rechts gesessen hast. Schade, ich dachte, da kann man vielleicht reingucken. Nicht mal, dass man das machen sollte. Niemals in. Oha! Junge, was ist das für eine Kanone, die ich da abgefeuert habe? Heilige Mutter Gottes. Warte mal hier. Entschuldigung. Ich stehe hier. Personal Space. Es wird da hinten gefilmt. Naja, gut. Wenn wir nur hier weiter können. Aber bisher hat uns ja noch nichts gejagt. Hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich nicht sagen sollen. Wow. Schrapnell oder was? Warte mal, komme ich hier durch? Nee, da komme ich nicht ran. Hier die Tür. Ach, verdammt. Warte mal, was? Achso, das ist ein Stuhl. Ja, dann gehen wir hier mal durch, ne?
Ganz selbstbewusst. Okay. Alles cool. Oh. Ey, sowas ist Grusel. Hi. Obedience. It's something you should learn. Oh. Okay. Meint ihr, die Stimme, die wir hören, ist der Künstler? Und das gerade war natürlich... Also der Maler ist die männliche Stimme. Und das gerade war natürlich sie, die Musikerin. Muss ich lang? Ach, hier muss ich lang. Sag mal, bin ich eigentlich noch im Schiff oder ist das hier... Meine Güte. Ich verstecke mich. Ich kann mich nicht verstecken. Oh, wie ärgerlich. Bin ich ja nicht drüber. Na gut. Ah, natürlich. Alles cool bei dir? Fragte ich eine Schaufensterpuppe. Wehe, du bewegst dich. Du stehst da übrigens echt schlecht. Aber ich mach dir mal ein Lüftchen an, ne? Huch! Hallo. Oh je. Bitte nicht schießen, wenn ich jetzt gehe. Oh, das ist kein guter Flur. Oh, ich dachte, ich treffe vielleicht das Orakel. Oh nein, was kommt da? Leuchte, leuchte, leuchte. Achso, du warst gar nicht der Böse. Upsi. Alter Schwede. Blendet aber ein bisschen der Raum, ne? Kann man hier vielleicht... Weiß ich nicht, also muss ja nicht alles so weiß sein. Ich hab nichts gesagt, lass den Raum weiß. Ist ja okay. Mein Gott. Macht er da seinen Harlem Shake an der Tür? Hallo? War es denn keine gruselige Gestalt, die den Flur auf mich zulaufen möchte? Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Enter here. Achso, ja, das wird wahrscheinlich die... Ah, da sieht man's. Ne, enter here, das geht dann da auf den... Oh, und es gibt auch not safe. Ja, okay, also die haben sich halt irgendwie auf dieses Schiff geschmuggelt. Frag mich, wie die noch mit der Geschichte zu tun haben. Oh. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. Wer? Junger Mann! Da passe ich doch auch durch. Na gut. Wir gehen einfach weiter. Ich will auch mit jemandem spielen. Gut. Dann mal hier. Gute Press sparen. Requisiten-Einkaufsliste. Nachbildung einer Steinschlosspistole aus dem 17. Jahrhundert. Voll funktionsfähig. Natürlich Blitzpulver. Blitzpulver ist durchgestrichen. Schwarzpulver, hier 66 Pfund, Munition, 5 Schachteln, die 100 Stück, Attrappen 100. Okay, hier möchte jemand richtig schießen. Fragwürdig für einen Film. Gab es da nicht sogar vor relativ kurzem einen ganz tragischen Todesfall, dass an einem Filmdreh mit einer Schreckschusspistole geschossen wurde? Oder nicht Schreckschuss, mit Platzpatronen geschossen wurde? Und dadurch aber die...
Schauspielerin, glaube ich, umgekommen ist, weil das halt trotzdem, also da kommt vielleicht kein Geschoss raus, aber wenn du das direkt an deinem Kopf machst, nur weil das eine Platzpatrone ist, das ist, glaube ich, dann trotzdem ja, tödlich oder zumindest verletzt dich das ordentlich. Einfach nicht mit Waffen spielen, Leute. Einfach nicht mit Waffen spielen. Okay, der latscht da durch. Ach, dann kann ich jetzt hier ran. Die einzigen Pistolen, die ihr benutzen dürft, gute Fingerpistolen. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen. Nur zuhören und es vorspielen. Ich frage mich echt, ob wir die Musikerin spielen. Wegen den Handschuhen auch. Das könnte... Vielleicht möchte sie ihre Brandwunden an den Händen verstecken. Andererseits, sie war ja eigentlich an den Rollstuhl gefesselt. Wobei, am Ende vom Main Game, nee, am Ende vom letzten DLC, ist sie ja auch rausgegangen. Fragen über Fragen. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Mannequin hier gefehlt hat. Ich nehme das inzwischen einfach hin in dem Spiel. So, alles hier. Okay, das heißt, die Kids haben hier auch schon irgendwas gesehen. Und der Wachmann offensichtlich auch. Ich habe noch nichts gesehen. Ich weigere mich einfach angeblich etwas gesehen zu haben, weil hier komme ich doch durch. Was? Warum? Jetzt machen wir hier nicht so eine Gruselatmosphäre. Ich dachte, das ist so ein kleines süßes Adventure, das man spielt. Oh nein! Kommt jetzt das Monster? Bist du das Monster? Nö. Warum ist die Musik so spannend? Vielleicht lässt du das lieber. Ach nee. Gute Sache, dass du es gemacht hast. Good boy. Oh, die Soundkulisse ist der Horror. Oh. Ich bin ein kleines bisschen angespannt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Da bekomme ich schon mal eine amerikanische Akzent. Ich weiß auch nicht, warum. Ich geh mal, ne? Das ist ja wirklich, also das ist ja absolut pervers. Aus dem Weg, junger Mann! Ich habe keine Zeit. Ich muss hier mal kurz durch. Nee, ich kann das gar nicht closen. Ich muss es erst noch freezen, was auch immer das ist. Ein bisschen Gänsehaut. Das war eklig. This bottle do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. Ich auch. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Was? Mach die zu. Ach, hey, Jemine. Ja, das ist dramatisch alles. Muss lang. Do you know the way? Ich weiß nicht, ob ich den way know. Oh, ich hasse solche stressigen Situationen. Weg, weg, weg. Schritt schneller. Hilfe. It's coming. Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Hilfe. Du kriegst mich niemals. Was? Laufen.
Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Nicht fragen, dass hier überall Vorhänge sind. Einfach laufen. Hallo. Einfach laufen. Alles wird cool. Ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Entspann dich mal. Rein ins kleine Vor. Schnell Film gucken. Oh Gott. Warum ist der hier? Ach Gott. Okay. Ein Rattenfilm offensichtlich. Dreimal darfst du raten. Oh Gott. Ja, Moment. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich reingelaufen? Was ist denn das hier? Das ist so ein kleines Vor, was die sich hier gebaut haben. Ich behaupte mal, dass das von den Kids ist. Oh, und hier? Oh, hier ist jetzt nur noch eine stinknormale Tür. Without me, you are just as lost as they are. Was soll denn das heißen? Muss ich jetzt hier Monster gegen Monster kämpfen lassen? Das ist hier King Kong gegen Godzilla? Puh. Also das war auf jeden Fall, das ist ein fieser Gegner. Was war das denn? Nächste Kapitel? Oh, tatsächlich. Warum war das jetzt so ein dramatischer Sound? Sieht aus, als hättest du einen guten Start erwischt. Freut mich, dass du und der Regisseur euch gut versteht. Mach einfach weiter so, dann ist das Ding bald im Kasten. Dein Freund und Agent. Sie hat sich aber nichts verändert, ne? Bett ist immer noch da. Gott sei Dank ist das Bett noch da. Da oben, ja, da sind ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Und hier können wir die Dias einfügen. Aber, das passt doch wunderbar. Das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind offensichtlich gerade in Kapitel 2 gestolpert. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ist offensichtlich ein bisschen länger hier, als man meinen würde. Ich weiß nicht, was uns noch erwartet, aber das finden wir zusammen raus. Macht's gut.